Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachjustiert. Mein Name ist Mohamed El-Ghazi von der Universität Trier. Und neben mir steht mein lieber Kollege Till Zimmermann von der Uni in Düsseldorf. Wir haben heute Spannendes mit Ihnen vor. Worüber wollen wir sprechen? Ich würde gerne über Einwilligung sprechen. Ja, ein spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Finde ich Einwilligung auch. Als Rechtfertigungsgrund. Ja, ist es ein Rechtfertigungsgrund? Ja, nach herrschender Meinung schon. Man kann drüber streiten, aber absolut herrschende Meinung sagt, ist ein Rechtfertigungsgrund. Und ich glaube, in der Examensklausur braucht man auf die abweichenden Ansichten, die dieses Institut im Tatbestand verorten wollen, nicht einzugehen. Vielleicht mal in der Hausarbeit, aber nicht in der Examensklausur. Ja, da würde ich zustimmen. Das würde ich einfach als Rechtfertigungsgrund auf der zweiten Ebene des dreigliedrigen Deliktsaufbaus prüfen und sonst kein Wort mehr dazu verlieren. Sehr gut. Einwilligung als Rechtfertigungsgrund, aber natürlich immer abzugrenzen vom tatbestandsausschließenden Einverständnis. Das kommt wann in Betracht? Ja, bei solchen Delikten, wo ich den Tatbestand überhaupt nur gegen den Opferwillen verwirklichen kann. Zum Beispiel Diebstahl, Nötigung, ne? Ja, oder der unbefugte Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, der nur ohne den Willen des Berechtigten begangen Korrekt, kann. Da müssen wir immer ganz speziell im Tatbestand schauen. Wir sprechen heute über die Einwilligung als Rechtfertigungsgrund und natürlich, was ist die Idee der Einwilligung? Warum gibt es dieses Institut überhaupt? Warum ist das ein Rechtfertigungsgrund? Soll ich was dazu sagen? Ja, wenn du magst. Ganz einfach. Volenti non fit injuria. Sehr gut. Dem, der so will, geschieht kein Unrecht. Genau. Strafrecht ist Rechtsgüterschutz. Und wenn der Betroffene auf seine Rechtsgüter verzichtet, haben wir kein Unrecht. Und damit sind wir eigentlich auch fast schon so in den Voraussetzungen der Einwilligung. Ja, ne? Sag noch kurz was, wo ist sie gesetzlich geregelt? Das ja, wo sie gesetzlich geregelt ist. Also meiner Meinung nach finden wir im Gesetz nur Anhaltspunkte dafür, dass es dieses Institut gibt in 228 StGB. Dort eigentlich auch eine Regelung speziell nur zur Körperverletzung, Frage der Sittenwidrigkeit. Und wann ist eine Einwilligung unwirksam? Aber wir haben sie meines Erachtens eben nicht im Gesetz geregelt, sondern ist gewohnheitsrechtlich anerkannt. Und das ist kein Problem, weil diese Einwilligung wirkt ja rechtfertigend, also zugunsten des Täters. Und mithin haben wir kein Problem, dass wir hier im ungeschriebenen Bereich hantieren müssen. Ne? Da hast du mal ausnahmsweise was zutreffend. Ja, und wir müssen gucken, die Voraussetzung. Ich habe eben gesagt, wenn jemand über seine eigenen Rechtsgüter verfügt, haben wir kein Unrecht. Deswegen ist erste Voraussetzung einer Einwilligung, die wir zu prüfen haben wir überhaupt ein disponibles Rechtsgut? Welche Rechtsgüter sind denn nicht disponibel? Die Sicherheit des Straßenverkehrs ja, möglicherweise. Ja, genau. Nicht. Also wenn wir halt nicht über die Rechtsgüter des Betroffenen sprechen, sondern über Kollektivrechtsgüter, ja, Universalrechtsgüter sprechen. Aber natürlich auch bei Delikten, wo nicht nur Individualrechtsgüter betroffen sind, sondern darüber hinaus auch weitere Rechtsgüter, müssen wir immer diese Frage aufwerfen. Leben, wie sieht es damit aus? Ja, Leben ist eigentlich ein Individualrechtsgut und deshalb disponibel. Aber da haben wir den 216, der hier der Disponibilität ganz enge Grenzen setzt. In der Tat. Das müssen Sie sich dann näher anschauen, wenn das für Sie jetzt neu ist, wenn Sie das erste Mal hören. Aber in jedem Fall disponibles Rechtsgut. Und dann muss man natürlich auch immer eine Einwilligung erklären. Ne? Man diesen Verzicht auf seine Rechtsgüter auch ausdrücklich oder konkludent eben erklären. Zum Zeitpunkt der Tat muss diese Einwilligung gegeben sein. Es genügt nicht, dass man im Nachgang sagt, war in Ordnung, dass du mir auf die Fresse gegeben hast. Ne? Also zum Zeitpunkt der Tat musste gegeben sein. Das ist in der Regel kein großes Problem. Einwilligungsfähigkeit ist immer so ein Thema. Wie sieht es aus, wenn meinetwegen sich ein 15-Jähriger tätowieren lassen möchte? Wir wissen, Tätowierung ist sicherlich eine körperliche Misshandlung. Man muss auch einwilligungsfähig sein. Ja, hätten meine Eltern mal ein Veto eingelegt. Zeig mal dein Tattoo. Heute nicht. Wo hast du es denn? Da reden wir mal anders drüber. Gut. Einwilligungsfähigkeit, was setzt das voraus? Also wir brauchen bei der Einwilligungsfähigkeit, derjenige muss nach seiner geistigen, sittlichen Reife, Verstandsreife und Urteilsfähigkeit imstande sein, die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs, des Rechtsgutsverzichts einordnen zu können, beurteilen zu können. Ja, da können wir vor allem Probleme haben mit Menschen, die noch minderjährig sind. Da können wir Probleme haben natürlich mit Menschen, die Richtung 21-20 StGB gehen. Ja, aber wenn dann in der Tat Kinder und Jugendliche sind ein Problem. Was brauchen wir noch darüber hinaus, neben der Einwilligungsfähigkeit? Ja, die Abwesenheit von Willensmängeln. Abwesenheit von Willensmängeln. Und ja, grundsätzlich ist es so, anders als beim Einverständnis, dass hier Irrtümer und natürlich auch Nötigungsmittel sich auswirken auf die Wirksamkeit der Einwilligung. Vielleicht wollen wir das mal heute mit einem kleinen Fallbeispiel verdeutlichen. Das ist eine schlaue Idee von dir, Spannenden Fall, den du mitgebracht hast. Vom dritten Strafsenat, der ausschließlich zuständig ist. Alles gut? Ja,
Welchen Fall hast du denn? Ja, es ist eine Entscheidung vom 19. März 2024 mit dem schicken Aktenzeichen 3 SDR 61 aus 24. Mhm. Kann man natürlich in der EU's nachlesen. Korrekt. Da geht es es ist eigentlich ein trauriger Sachverhalt, weil das Opfer ist gestorben. Ja? Nennen wir das Opfer mal G, der geschädigte G. Und unser Angeklagter ist der Kellner A. Der Kellner A. Und die Geschichte dahinter ist folgende. Unser Opfer war ein Bodybuilder, ja, ein Kraftprotz, aber trotzdem war er mit seinem Körper nicht zufrieden, weil er fand, dass sein Penis und seine Hoden viel zu klein seien. Mhm. Ja, und da musste man was machen und deswegen wollte er dem zu anderer Größe verhelfen und zu diesem Zweck eine sogenannte Genitalmodifikation vornehmen lassen. Und da hat er im Internet gefunden, dass hier der Angeklagte A solche Genitalmodifikationen vornimmt, indem er Silikonöl in die Hoden und in den Penis spritzt und dadurch wird das Ganze voluminöser. Ja, also ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber es wird wohl schon irgendwie einen optischen Effekt haben. So, und der Angeklagte hat eben diese Dienste im Internet angeboten, er ist nicht bei der ganzen Wahrheit geblieben, sondern er hat zum einen nicht gesagt, dass er lediglich Kellner ist, sondern er hat gesagt, er ist ausgebildeter Pfleger, Krankenpfleger und außerdem würde er dafür hochwertiges medizinisches Silikonöl verwenden. Das hat er aber nicht getan, sondern er hat nur billiges technisches Maschinensilikonöl benutzt, ja, das dafür ganz ungeeignet ist. So, und man muss wissen, dass ein solcher Eingriff ist auch, wenn man das vernünftig durchführt mit hochwertigem Öl, ist das sehr gefährlich, weil das kann in die Blutbahn geraten und dann kann es zu einer Lungenembolie kommen und man kann sogar sterben. Also das ist ohnehin ein gefährlicher Eingriff. Nun, die beiden sind handelseinig geworden und unser Angeklagter hat dann dem späteren Opfer solche Spritzen verpasst. Das hat wohl auch erstmal gut funktioniert und sah toll aus, muss aber gelegentlich wiederholt werden, diese Prozedur. Das baut sich ab, ja. Und beim, ich weiß nicht wie vielen Mal, dritten, vierten Mal oder so, ist dann tatsächlich unser Bodybuilder infolgedessen verstorben. Ja, tragische Geschichte in jedem Fall. Wenn wir das strafrechtlich bewerten wollen, müssen wir natürlich sprechen über Körperverletzung, hier wahrscheinlich auch über gefährliche Körperverletzung. Das war hier ein Schönheitseingriff, ja, so muss man sagen. Körperverletzung, ne? Mit Todesfolge, ja, muss man auch dran denken. Genau. Ja, weil also wenn jemand dann stirbt, ist, ja. Ne, dann Todesfolge. Aber wir wissen, also es war hier ein Schönheitseingriff, deswegen Thema ärztlicher Heileingriff, es liegt ja eigentlich ein bisschen fern. Dieser Streit darum, ob sowas schon auf Tatbestandsebene auszuschließen ist. Das stimmt, wir haben weder einen ärztlichen Eingriff noch einen Heileingriff. Ja, genau. Also es war nicht medizinisch indiziert, nur eine Schönheits-OP. Gut, aber wenn wir bei 223 sind, da haben wir grundsätzlich keine Probleme auf Tatbestandsebene. Ja, körperliche Misshandlung, Gesundheitsschädigung. 224 muss man nachdenken über Nummer 1, gesundheitsschädlicher Stoff. Ja, das Öl, genau. Ja, die Spritze als gefährliches Werkzeug. Aua. Aua, aua. Und Nummer 5 natürlich lebensgefährdende Behandlung. Ja, richtig. Mhm. Gerade bei so einer Anwendung, wenn man jetzt kein hochwertiges, ne? Öl, ja, oder Silikon. Also man muss sagen, das Gefährliche, ne? Da ist eben, dass dieses Öl in die Blutbahn, ja, geraten kann und dann kann das irgendwie bestimmte Blutgefäße verstopfen und infolgedessen kann man sterben. Das macht hier die Gefährlichkeit aus und das ist ja letztlich auch die Gefahr, die sich realisiert hat. Das sind unter 223, 224, auf die können wir dann am Ende die Erfolgsqualifikation 227 aufsetzen. Aber wir müssen natürlich die Frage stellen, der G wollte das doch so. Ja, er hat es ja so gewollt. Wir waren eben bei den Voraussetzungen der Einwilligung. Da sind wir jetzt hier wieder. Rechtfertigung. Kommt hier ein Rechtfertigungsgrund in Betracht? Disponibles Rechtsgut, körperliche Unversehrtheit. Ja. Okay. Ja, er erteilt auch die Einwilligung. Ja. Er hat gesagt, mach das, ich will das. Ja, grundsätzlich, ich weiß, der hatte Minderwertigkeitskomplexe, aber wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass der Erwachsene G einwilligungsunfähig ja, war. Ja, obwohl er Extremkraftsportler war. Ja. Ja, nichts gegen Extremkraftsport. Nee, das hast du gesagt. Die meisten unserer Studis machen heute auch Extremkraftsport, wenn ich mich im Hörsaal so umschaue. Ne? So, aber da waren wir gerade stehen geblieben. Ja. Freiheit von Willensmängeln. Ja, das ist hier ein Problem. Ja. Grundsätzlich können wir sagen, Irrtümer wirken sich
auf die Wirksamkeit der Einwilligung aus? Ja. Da gibt es nach herrschender Lehre. Im Moment, man muss ja wissen, woran man einwilligt. Ja, das ist die Überlegung. Ich kann ja in irgendwas einwilligen, aber ich muss ja genau wissen, worum es geht. Sonst ist diese Einwilligung eben gar nicht wirksam, weil sie nicht ein informed consent ist. Genau. Wenn Sie also zu Ärztin, zum Arzt gehen oder zum vermeintlich Ärztin, Arzt gehen, der erzählt Ihnen, ich bin Arzt, Ärztin und in Wirklichkeit ist er das gar nicht, sondern nur Jurist, so wie wir. Ne? So, und der behandelt Sie dann, operiert Sie dann. Gut, dann ist das sicherlich ein Irrtum, der hier zu Unwirksamkeit der Einwilligung führt. Und zwar auch nach herrschender Lehre, die teilweise bei diesen Irrtümern, die zu Unwirksamkeit führen, diese beschränken möchte auf diese rechtsgutsbezogenen Irrtümer. Ne? Also nur wenn der Irrtum irgendeine Relevanz hat für Art und Ausmaß der Rechtsgutsbeeinträchtigung. Ja, also bestimmte Motivirrtümer insbesondere sollen ausgeschlossen werden. Aber ich denke, dass in unserem Fall braucht man dieses Problem gar nicht aufmachen, weil das hier ein rechtsgutsbezogener Irrtum vorliegt, ist relativ klar. Denn die fehlende medizinische Qualifikation unseres Angeklagten und auch die minderwertige Qualität dieses gespritzten Silikonöls sind natürlich Faktoren, die eine unmittelbare Relevanz hier haben für die Körperverletzungshandlung und den Erfolg selber. Insoweit, glaube ich, kann man sich dieses Problem in dem konkreten Fall eigentlich sparen. Genau, also Sie merken, der konkrete Fall ist vielleicht rechtlich, was die Einwilligung anbelangt, gar nicht so kompliziert. Man muss das eben nur erkennen, dass diese Irrtümer, die hier vom Angeklagten ausgelöst worden sind, dass die zu Unwirksamkeit führen, und zwar, weil sie auch eindeutigen Rechtsgutsbezug haben, die Qualifikation plus die verwendeten Mittel bei der OP. Muss man deiner Meinung nach in der Klausurlösung was zu den BGB-Normen über die Aufklärungspflicht also hier bei Heileingriffen sagen? Sie kennen die Problematik mit den ärztlichen Heileingriffen, die haben wir vor allem ja dann, wenn Aufklärungspflichten bestehen. Ne? Mhm. Und hier in der Tat bei einer ausdrücklichen Täuschung, hier sagt er ja, guck mal, ich bin Krankenpfleger, guck mal, ich verwende hochwertiges Silikonöl, müssen Sie meines Erachtens auf diese Vorschriften im BGB eben nicht mehr eingehen. Vor allem nicht auf 630d, wo halt die Wirksamkeit der Einwilligung dort geregelt ist. Ja, und die Voraussetzungen vom E sind hier, also E, worüber muss ich aufklären? Also ich darf auf keinen Fall lügen. Das ist so evident, da muss man sich auch nicht, muss man nicht näher drauf eingehen. Neben den Irrtümern spielen natürlich bei den Willensmängeln auch Nötigungen eine Rolle, Drohung und Gewaltanwendung. Das ist aber relativ klar, da sagt die herrschende Meinung, wenn solche Drohungen, Gewaltanwendungen die Qualität einer Nötigung nach 240 haben, StGB, führen sie auch zur Unwirksamkeit einer Einwilligung. So, also hier haben wir Willensmangel. Ja. Was das heißt, Einwilligung kommt nicht in Betracht. Was müsste man aber, um das vollständig zu machen, noch prüfen für eine Wirksamkeit der Einwilligung? Ja, gerade wenn es irgendwie um so körperliche Eingriffe geht, kann man an eine hypothetische Einwilligung denken. Ja, okay. Ja, hypothetische Einwilligung, die dann aber nur dann in Betracht kommt, wenn, wenn es zumindest möglich ist und nicht auszuschließen ist, dass die betroffene Person, wenn sie korrekt informiert worden wäre, gleichwohl zugestimmt hätte. Und in unserem Fall ist hier aber die Besonderheit, dass der BGH mitteilt, wenn der gewusst hätte, dass das nur so ein Klempner ist, also dass er keine Ahnung davon hat und auch so billiges Zeug benutzt, hätte er dem niemals zugestimmt. Insoweit können wir auch die hypothetische Einwilligung hier eigentlich mit wenigen Sätzen verneinen. Und Das bedeutete hier, also eigentlich, das ist gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst, ich wollte eigentlich noch kurz die Voraussetzung der Einwilligung zu Ende prüfen. Die Sittenwidrigkeit wäre dann immer noch nur ein Punkt. Ne? Ja, also da kommen wir in dem Fall natürlich nicht mehr zu, aber generell, wenn der jetzt tatsächlich eingewilligt hätte, ohne Mängel, hätte man sich die Frage stellen müssen, ist hier diese Körperverletzung oder die Einwilligung in die Körperverletzung gleichwohl unwirksam, weil sie einen Verstoß gegen die guten Sitten bedeutet, nach 228 StGB? Tja, was ist jetzt die Frage? Ist eine solche Genitalmodifikation eigentlich überhaupt einwilligungsfähig? Ja, also das ist gut, dass wir uns darüber kein moralisches Urteil irgendwie erlauben müssen, ob wir sowas gut finden oder nicht, sondern dass der Bundesgerichtshof grundsätzlich den richtigen Weg geht und sagt, bei der Bewertung, ob etwas gegen die guten Sitten verstößt, dass wir da vor allem schauen, wie gefährlich ist es für das Rechtsgut. Und da kennen Sie vielleicht die Rechtsprechung, die sagt, bei einer konkreten Lebensgefahr, die dadurch ausgelöst wird durch die Tat, ist diese Tat dann auch als sittenwidrig zu bewerten und deshalb dann einwilligungsunfähig. Hier kommt auf den Sachverhalt an, wenn die Gefahren wirklich auch konkret waren fürs Leben, dann würde man auch daran tatsächlich die Einwilligung scheitern. Ja, also man kann den Sachverhalt, glaube ich, tatsächlich so interpretieren. Es ist in der Tat ein bisschen dünn, ja. Genau. Aber der ausschließlich für Genitalmodifikation zuständige dritte Strafsenat sagt in dem Fall tatsächlich, deutet an, dass er auch wohl die Sittenwidrigkeitsschranke hier
also als anwendbar erachten würde, aber muss sich am Ende dazu natürlich nicht verhalten. Natürlich denken wir immer noch bei der Einwilligung subjektives Rechtfertigungselement, ja, ja, das gehört auch dazu, aber haben wir hier auch keine Probleme. Und Sie sehen natürlich, wenn wir hier keinen Rechtfertigungsgrund haben, können wir darauf aufsetzen, 2023, 2024, jetzt 2027, der Tod ist eingetreten. Er wollte das selbstverständlich nicht, aber fahrlässig hat er ja wohl sich verhalten, gerade mit Blick auf das qualitativ schlechte Silikonöl. Ja, und diese also objektive Fahrlässigkeit werden wir ihm mithin vorhalten können. Plus, es ist wohl auch vorhersehbar, ne? Hast du ja auch gesagt, Silikonöl in vorhersehbar, wir haben auch hier einen tatbestandsspezifischen Gefahrzusammenhang. Also hier sind die Voraussetzungen vom 227 eigentlich ziemlich unproblematisch gegeben, sodass wir eine schlechte Nachricht für den Angeklagten haben. Genau, und der BGH hatte sie auch. In der Tat 227 einschlägig. Einwilligung, schauen Sie sich das genauer an. Ich glaube, wir haben, hast du noch was hinzuzusetzen? Nein, ich möchte nichts mehr zu Genitalmodifikationen. Sehr gut, alles klar, alles Gute und schönen Sommer.